Ja, hallo, da sind wir wieder. Das erste Video ohne Wotan. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen, was mache ich? Mache ich normales Video, machen wir normal weiter oder erkläre ich noch mal ein bisschen was? Und ich habe mich dazu entschlossen, weil ja auch sehr, sehr viele mitgefiebert haben. Und wir haben sehr viele nette Worte und Aufmunterungen bekommen. Vielen Dank dafür. Sehr nett von euch, super. Leo, komm her. Ich muss mal ein bisschen gucken mit der Kamera. Das hat uns sehr geholfen und aus dem Grund habe ich gesagt, okay, ich mache nochmal ein Abschlussvideo, was denn so passiert ist. Das habe ich gestern schon mal probiert und da hat irgendwie die Technik versagt. Ausgerechnet in dem Moment, wo man ein Video machen will, was man eigentlich nicht machen will, klappt es mit der Technik nicht. Ich hoffe, heute funktioniert alles. Ja, der Dicke. Er fehlt an allen Ecken und Enden. Ist jetzt 3 Wochen her, dass wir ihn gehen lassen mussten. Wir wussten es ja. Er war halt alt. Aber man kann sich denn trotzdem nicht darauf vorbereiten. Also man versucht es, aber es geht nicht. Also es kommt dann doch plötzlich. Und das war bei ihm jetzt wirklich plötzlich. Also ich habe es ja im anderen Video schon gesagt, er hatte im April dann diesen schweren Anfall, wo wirklich alle dachten, das schafft er nicht mehr. Hat er aber. Mit unserer Hilfe, mit medizinischer Hilfe und mit viel Glauben daran, dass es klappt. Und ich muss sagen, ich glaube, so der Knackpunkt war, dass wir wirklich eine Woche Urlaub genommen haben in Scharbeutz an seinem Lieblingsort, seinem Lieblingsstrand. Das hat ihn wirklich aufgemuntert und hat ihm ja, Jungbrunnen irgendwie verschafft. Aber die Tierärztin sagt halt auch immer, ja, denkt tageweise. Ich habe dann schon wieder Wochen gedacht, dann Monate und jetzt zum Schluss dachte ich, ja, der wird 15. Man ist dann auch ein bisschen euphorisch. Es läuft ja gut und es lief auch wirklich gut. Es lief immer besser. Also die Librella-Spritze, das ganze Cocktail, was er so bekommen, war alles super. Aber man hat schon gemerkt, dass er, also er wurde schwächer. Er wurde allgemein schwächer. Die Muskeln wurden weniger. Aber er hat immer mitgemacht. Und er war wirklich bis zum letzten Tag im Auslauf. Und ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen das lange Leben erlaubt, also die Pflege, das Futter, das Rausgehen, Auslauf, im Training war er bei und ich glaube, das war auch so ein Faktor, ja, da, was ihm halt 14,5 Jahre beschert hat. Also als wir ihn übernommen hatten, war es ja ein Notfall, das hatte ich ja schon mal erzählt, er war ein Notfall, wir waren ein Notfall, wir hatten eigentlich gar nicht die Möglichkeit, uns einen Hund anzuschaffen, finanziell. Ja. Aber es war dann doch eine weise Entscheidung, ihn zu nehmen, weil es war eine tolle Zeit. Er hat uns viel gelehrt, wie ihm auch. Dazu muss ich sagen, da kommen jetzt einige Videos von. Also ich habe so beim Studium der ganzen Fotos und Videos dann so mal festgestellt, ich habe mit dem unheimlich viel trainiert. Eigentlich viel zu viel. Ich sage es immer zu meinen Haltern, zu meinen Kunden, macht nicht so viel, Gemach. Und bei dem habe ich es genau andersrum gemacht. Also der musste den ganzen Tag, also der hat auch ein Wasserproblem gehabt, der ging gerne ins Wasser, hat von der Straße gefressen und so. Und das hat man dann halt trainiert. Und das sind so kleine Schritte. Und dadurch ist der auch so ein toller Hund geworden. Ne? Seine Genetik, sein Charakter noch dazu. Ne? Und deswegen fällt uns das auch so schwer. Ne? Also jeder sagt, sein Hund ist besonders, aber der war es wirklich. Also der wurde selbst von Leuten, die keine Hunde mögen, wurde er geliebt und gestreichelt. Ja, er war wirklich besonders. Er hat unsere Firma mit aufgebaut, er ist das Logo der Firma, er ist der brave Hund schlechthin. Und das werden wir auch nicht vergessen. Und es ist halt jetzt, man steht auf, man sucht ihn, man hört nachts nicht mehr das Atmen oder das Kratzen. Meine Frau hat jeden Morgen mit ihm gesprochen, guten Morgen, Wotan, und ihn geknuddelt, obwohl er es nicht wollte. Jeden Abend, gute Nacht, Wotan. Und
Ja, das ist halt doof. Das kennt jeder, der einen Hund hatte. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es wirklich so schwierig ist. Also ich habe auch schon mehrere Hunde gehabt, habe aber nie einen gehabt, wo ich sage, so, das war jetzt wirklich meiner. Und den hatte ich von Anfang bis Ende. Also es war immer irgendwie, dann ist er mit zu der Ex gegangen oder bei Eltern oder. Und das war jetzt wirklich der Hund, den wir ausgesucht haben und der sich uns ausgesucht hat. Also es ist wirklich so, wie man dann sagt, der Hund, der einzige. Ja, wie war das? Also am Sonntag, also wir hatten ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen Probleme mit Magen-Darm bei ihm. Das fing ja nach diesem Anfall nochmal besonders an. Es war klar, Alter und dann diese ganze Thematik. Ne, und dann hat er ab und zu so Magen-Darm-Probleme gekriegt. Dann hat er dann einen Spritzencocktail bekommen. Da war dann Buscopan bei und das hat ihm immer super geholfen. Also da war dann immer eine halbe Stunde später, war gut. Also das hat er, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, dreimal hat er das gehabt und dann war wieder gut. Und diesmal war es auch so. Also es fing Sonntag an mit so ein bisschen Durchfall. Meine Frau meinte, da wäre so ein bisschen Blut bei gewesen. Ich habe es aber nicht gesehen. Und dann am Montag war wieder okay. Dann war er hier noch mit auf dem Platz, hat gespielt, hat alles mitgemacht. War gut. Und abends fing es dann wieder an. Da hat er noch Schonkost gekriegt. Dann ging es die ganze Nacht. Hat also die ganze Nacht Durchfall gehabt, nicht so viel, aber alle anderthalb Stunden oder was sind wir raus, also wir haben gar nicht geschlafen. Und er wollte auch immer rennen, er wollte raus, er wollte weite Wege machen, was immer ein komisches Zeichen ist. Also denn, wer sich damit so ein bisschen beschäftigt, so dieses Abschied nehmen, scheinbar wusste er, dass es zu Ende geht. Vielleicht hat er das auch schon vorbereitet die ganze Zeit und er wusste das irgendwo, dass... Ja, er wurde halt immer schwächer und man hat es gemerkt, man wollte es nur nicht wahrhaben. Ja. Ja, dann sind wir die ganze Nacht, dann sind wir morgens am Dienstag früh gleich zur Tierärztin, gleich früh. Und da hat er dann seinen Cocktail gekriegt, wie sonst auch. Und wie auch sonst immer, halbe Stunde später war gut. Dem Hund ging es soweit gut. Natürlich war er ein bisschen geschwächt, klar. Aber soweit war okay. Dann war er hier mit auf dem Platz, war baden, hat hier in seinem Pool gelegen, seinen Lieblingspool. Und Elli hat ihn noch geduscht, weil er hat dann halt auch nicht so ganz so schick gerochen durch die Nacht. Klar, hat er auch alles mitgemacht. Und dann sind wir nach Hause, hat hier dann auch noch einmal gespielt, hat noch einen Rückruf auf 5 Meter gemacht. Und war eigentlich alles okay. Und dann beim Rückbringen der Hunde fing es mit einmal an. Als wenn irgendwas, keine Ahnung, irgendwas geplatzt wäre oder irgendwas komisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann Durchfall mit Wasser. Also es schoss richtig aus ihm raus und dann auch mit Blut vermengt. Wo ich dann sagte, oh wow, was ist das? Und das war 3, 4, 5 Mal so innerhalb von einer Stunde, anderthalb. Meine Frau war schon völlig fertig, das Auto ist ständig sauber gemacht, wir haben rausgehoben, reingehoben, sind nach Hause, haben ihn dann hingepackt, zu Hause auf die Matten, Babymatten und so. Ja, da lag er dann, halt ziemlich schwach, aber er kam auch wieder hoch, ne, hat dann geguckt und meine Frau ist dann losgegangen und hat Windeln geholt für ihn, damit er nicht raus muss, damit er nicht sich noch großartig anstrengen muss, dachten wir. Da bin ich mit ihm noch mal raus, weil er unbedingt wollte. Also er hat sich selbst mit Durchfall wollte raus, konnte es aber nicht halten, war dann im Fahrstuhl. Dann bin ich mit ihm auch nicht weiter gegangen, gleich wieder zurück, halt sauber gemacht und habe gleich die Tierärztin angerufen, die sagte, okay, komm vorbei, er kriegt noch Antibiotika. Dann hat er hochdosiert noch Antibiotika bekommen, wo wir dachten, okay, das könnte ihm helfen. Hat es aber nicht wirklich. Also der Durchfall wurde dann etwas weniger, aber kam immer noch, wo ich dann sagte, irgendwie nach 2 Stunden oder so, dann Tierklinik angerufen habe. Dann sind wir zur Tierklinik und da war er aber auch schon so sehr schwach. Also ich habe ihn nochmal hochgehoben in seinen Buggy und das war schwer, weil er war halt wie so ein, ja, wie so ein nasser Sack. Du konntest ihn nicht halten, nicht hochheben. Und ich habe ihm gesagt, hilf mir noch mal.
ich krieg's sonst nicht, und das hat er getan. Also hat er wirklich nochmal sich in seinen Buggy gekrallt. Ja. Und das war der letzte Kraftakt von ihm. Dann sind wir zur Tierklinik hin und der sagte schon, oh wow, nicht schön. Haben dann aber nochmal alle Untersuchungen machen lassen, also auch nochmal großes Blutbild und Röntgen und. Und dann hieß es halt, ganz, ganz schlechte Prognose, Milz ist geschwollen, Leber, Nierenwerte sind eine Katastrophe. Natürlich hat er auch Medikamente bekommen, das ist dann für die Organe natürlich auch nicht so toll. Er hat dann noch eine Blutvergiftung gehabt, Sepsis noch dazu, also es war alles irgendwie, ja, nicht mehr schön. Und dann hieß es halt, ja, wir können noch versuchen, aber muss man's, will man's mit 14,5, hat er die Kraft. Und wir hatten damals im April gesagt, das wollen wir ihm noch nicht mal antun, nicht noch mal. Also der ist so sauber gewesen, immer, also dass er sich da einkoten musste, das war für ihn das Schlimmste, was man ihm antun konnte. Und das wollten wir auch nicht mehr. Ich habe, also wir haben dann wirklich hin und her überlegt und wussten nicht, was wir machen tun, was wir machen sollen. Du kannst nachts auch keinen mehr anrufen, dann irgendwo um Rat fragen. Aber wir waren uns da auch schon so ein bisschen einig. Aber die Entscheidung zu treffen, dann ist, ja. Der Tierarzt meinte dann auch, der da war, ja, es ist halt bei Hunden, denen kann man helfen halt, dass sie nicht hinvegetieren. Ich hatte bloß kein Zeichen von ihm gekriegt irgendwo. Also ich habe mal darauf gewartet, dass Wotan mir ein Zeichen gibt, aber er hat nur starr in die Gegend geguckt, hat kaum was mitgekriegt. Dann hat er einmal den Kopf gehoben, als ich mich entfernt habe. Da sagte meine Frau, komm zurück, der will nicht, dass du gehst. Und das war auch so. Dann bin ich wieder zurück. Und hat er sich wieder entspannt. Hat er sich wieder hingelegt. Ja, dann habe ich ihm den Kopf gestreichelt. So ein bisschen, ganz sanft. Und dann hat er das erste Mal nach Stunden die Augen geschlossen. Und das war für mich das Zeichen. Da habe ich gesagt, okay, geh. Und dann haben wir es gemacht, haben halt den Tierarzt gerufen und ihm geholfen. Wir wollten nicht, dass er vegetiert, dass er nichts mehr machen kann. Und die Prognose war halt, wenn wir ihn da lassen, kann es sein, in 2 Stunden rufen sie uns an. Und wir wollten ihn auf gar keinen Fall alleine lassen. Ja, dann war es das. Dann fährt man ohne Hund nach Hause und muss dann Rosengarten anrufen, Hund abholen zur Kremierung. Also wir haben ihn kremieren lassen, in einer Einzelkremierung mit einer Streuurne. Wir werden ihn an seinen Lieblingsstrand bringen, wo wir halt im April waren, wo wir 8 Jahre waren, wegen ihm, durch ihn, mit ihm. Wo er immer viel Spaß hatte, da bringen wir ihn hin. Irgendwie demnächst. Aber wir hatten 4,5 tolle Monate jetzt nochmal. Also durch den Buggy, den wir von der Kollegin bekommen haben, waren wir halt so mobil. Wir waren mit ihm im Wald. Der ist im Wald fast eine Stunde gegangen. Es war halt sehr gemütlich alles, sehr langsam. Aber er ist geschwommen, er war im Wasser. Man musste ihn hochhalten. Also er hatte ganz viel Spaß noch, war jeden Tag dabei im Auslauf. Der war beim Training mit dabei. Deswegen fehlt er auch so sehr, weil er hat wirklich sehr viel geholfen. Er war immer der Ruhepol, auch in der Gruppe jetzt im Auto. Und es haben sich Hunde an ihm orientiert, die bei ihm gelegen haben. Aber es muss ja weitergehen. Deswegen mache ich auch das Video jetzt. Ich sage, okay, und dann ist es auch gut. Also wir behalten dann die schönen Erinnerungen. Es ist halt, Entschuldigung, ist schwer.
Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schwer ist. Ne? So, die Hunde sind auch toll, aber gleich die Frage, also es kommt kein neuer Hund. Das haben wir beschlossen. Würde ich auch unfair finden, weil ich würde ihn jetzt nur an Wotan messen und das habe ich nicht vor. Also wer weiß, was die ferne Zukunft bringt, keine Ahnung, aber also in naher oder in mittlerer Zukunft auf gar keinen Fall. Ja, so ist die Geschichte. Also die Geschichte von Wotan, die kennt ihr ja so ein bisschen. Ich habe da auch schon einige Videos drüber gemacht. Vielleicht nervt euch das auch, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das habe ich jetzt nochmal gemacht, damit ihr wirklich auch wisst, was los war. Und ja, es fällt einem schwer, so ein Video zu machen. Das willst du dir. Ja. Aber muss ja. Ist ja Leben und muss ja weitergehen. Und somit habt ihr alle nochmal einen Input bekommen, wie es war. Wir behalten ihn in toller Erinnerung, in super Erinnerung. Wir haben überall Fotos und Videos und. So ist es. Und so soll es sein. Und so soll es bleiben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ach so, ja, es kommen jetzt natürlich auch wieder normale Videos. Ich bemühe mich da wieder ein bisschen Rhythmus reinzukriegen und ein paar schöne Sachen zu machen. Ich werde, wie gesagt, das, was ich Wotan so beigebracht habe, mit ihm trainiert habe, einfach auch mal für euch umsetzen. Ganz einfach. Also wirklich, muss nicht immer alles so, boah, ich finde das immer alles so erschreckend, wenn dann so die Wissenschaft da ins Spiel und die Psychologen und du musst den Defender fragen und das und das. Das habe ich bei Wotan überhaupt nicht gemacht. Wotan war ein Hund, der war ein toller Hund, aber er war ein Hund. Und ich habe mit ihm das trainiert, was für mich notwendig war, was mir wichtig war. Und das habe ich bei ganz vielen Hunden schon angewandt, egal welche Rasse. Also ob das jetzt ein Erdeterrier, ein Labrador ist oder ein Dudel oder was weiß ich, ein Jagdhund. Also die Basics, die sind halt die Basics. Ja, da muss ich nicht hinterfragen, ach, kann mein Hund das? Ja, andere Geschichte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis die Tage.